Lieber Patrick, worum ging es bei den beiden Kommissionskandidaten? Was genau haben die falsch gemacht? Der Rechtsausschuss hat heute zwei Kandidaten gestoppt, und zwar die von Rumänien und denjenigen aus Ungarn, weil er festgestellt hat, dass die Gefahr von Interessenskonflikten besteht. Das heißt, dass die ihr Amt zu persönlichen Vorteilen nutzen. Und im Fall der rumänischen Kandidatin ist das Problem, sie hat von einer Geschäftsfrau einen Kredit bekommen, um ihren Wahlkampf überhaupt führen zu können. 170.000 Euro, und zwar zu sehr vorteilhaften Bedingungen, wie sie völlig unüblich sind auf dem Markt. Und aus meiner Sicht besteht die Gefahr, dass sie sich erkenntlich zeigen könnte, sei es durch politische Entscheidungen, von denen dann diese Darlehensgeberin profitiert, oder sei es, indem sie oder ihre Familie Jobs bekommt oder Aufträge. Indem man sowas annimmt, schafft man die Gefahr, dass man sich dankbar zeigen könnte. Und tatsächlich haben Zeitungen auch berichtet, dass in der Vergangenheit, als diese Kandidatin Frau Pram schon mal ein Darlehen bekommen hat von einem Geschäftsmann, dann plötzlich dessen zwei Söhne auch Regierungsjobs bekommen haben. Und das ist, glaube ich, eine Art von, ja, anscheinend von Korruption und von Bananenrepublik, die wir in der EU nicht wollen. Bei dem ungarischen Kandidaten ist es so, dass politisch gesehen, jetzt mal abgesehen von dem Interessenskonflikt, er wirklich als Justizminister einer der Architekten von Orbáns illiberaler Demokratie war, die massiv gegen Medien vorgegangen ist, gegen Universitäten und Forschungsinstitute, sodass die EU sogar ein Verfahren eingeleitet hat wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit. Ihm jetzt die Verantwortung dafür zu geben, dass er in den Beitrittskandidaten für Rechtsstaatlichkeit sorgen soll, ist natürlich absurd. Das ist aber nur die politische Seite. Was der Rechtsausschuss sich angeguckt hat, ist die Gefahr von Interessenskonflikten. Und da haben wir zum Beispiel bei ihm festgestellt, dass während er Minister war, dass seine eigene Anwaltskanzlei, wo er dran beteiligt war, in erheblicher Form mehrfach Regierungsaufträge bekommen hat. Und also insofern auch hier ein Interessenkonflikt, der jetzt durch die heutige Entscheidung beseitigt wird. Okay. Und was genau passiert jetzt und worauf hoffst du, was jetzt passiert? Ja, der Rechtsausschuss musste heute seine Entscheidung nochmal bekräftigen von letzter Woche, weil es wohl letzte Woche noch nicht klar genug war. Mit der heutigen Entscheidung steht aber fest, dass die beiden raus sind. Das heißt, sie werden nicht wie die anderen Kandidaten diese Woche angehört und werden auch nicht zur Abstimmung stehen. Das heißt, Frau von der Leyen muss neue Kandidaten anfordern, präsentieren, und die durchlaufen aber denselben Prozess. Das heißt, auch da werden wir, gerade wenn sie aus Rumänien und Ungarn kommen, sehr genau wieder hingucken, damit die nicht auch wieder andere Interessenskonflikte aufweisen. All das wird sicherlich sehr schnell passieren. Ich rechne mal damit, diese oder nächste Woche werden schon neue Namen genannt, denn Frau von der Leyen will ja zum 1. November startklar sein, und da muss sie sich natürlich ranhalten. Ich finde ehrlich gesagt, bei den beiden Kandidaten hätte sie wissen müssen, dass, wenn sie auch nur irgendwas recherchiert hat, hätte sie von den Problemen wissen müssen. Und welche Rolle hast du jetzt bei der Aufdeckung gespielt? Ja, die Verhandlungen im Rechtsausschuss sind vertraulich, deswegen darf ich nicht sagen, wer da was gesagt oder beantragt hat. Aber was ganz klar ist, ist, dass meine Fraktion, also meine Kollegen, da eine ganz klare Linie vertreten, dass wir sagen, wir brauchen eine EU-Kommission, der wir vertrauen können. Also das steht über allem für uns. Und in Europa haben wir eine Situation, dass die Menschen der EU nicht mehr vertrauen oder ganz viele Menschen nicht mehr. In Großbritannien hat es ja sogar zum Brexit geführt, aber auch anderswo haben viele Menschen nicht mehr den Eindruck, dass Politik in ihrem Interesse gemacht wird. Und wenn man dieses Vertrauen zurückerobern will, kann man natürlich nicht die Kandidaten für die neue Kommission vorschlagen, die irgendwie Korruptionsvorwürfen ausgesetzt sind oder eine Gefahr von Interessenskonflikten, sondern dann muss man wirklich integere Menschen, denen man vertrauen kann, auch vorschlagen.